Hallo ihr Lieben, bei mir hat sich ein Draht gelöst gehabt, oben in der Zahnspange, deswegen bin ich heute zum Kieferorthopäden und er hat mir einen neuen reingemacht und ich wollte euch jetzt noch kurz das zeigen, bevor ich mich abschminke, dass ihr mich nicht immer so total verpeilt sehen müsst. Genau, und ich zeige es euch jetzt. Eigentlich ist mir nichts anderes. Ich habe gleich die nächste Stärke reinbekommen, weil meine Zähne sich schon so gut verschoben haben. Zum Beispiel merkt man, dass die beiden eigentlich fast nebeneinander sind. Der kommt auch langsam vor. Yippie! Hallo, heute war ich wieder beim Kieferorthopäden und ein bisschen was wurde gemacht, das zeige ich euch jetzt kurz. Außerdem könnt ihr euch mal anschauen, ob ich finde, dass es sich schon verbessert hat und ja. Dann schauen wir uns das gleich mal an. Wir fangen heute mal oben an. Ich hoffe, diesmal kriege ich schärfer. Den ganzen Pickel sieht man also. Genau, so sieht es einfach oben aus. Einfach ein neuer Bogen wurde reingemacht. So, jetzt habt ihr aber ja noch unten. Unten wurde nämlich, als erstes sind die ja schon gerader geworden. Und zwar haben die zwischen diese Feder, haben die noch einen Stop gemacht, das noch ein bisschen weiter rausdrückt. Und das nächste Mal wird auf jeden Fall das Bracket geklebt. Das zeige ich euch jetzt auch. Ja. Also ich finde, es hat sich schon ganz schön was getan. Die Kieferorthopädin hat mir auch ganz beeindruckt meinen Gipsabdruck gezeigt und darauf sieht man auf jeden Fall, dass extrem was getan wurde. Gerade hier oben, wenn ich jetzt so mache. Nicht auf meine Füllungen schauen. Dann sieht man einfach, dass sie nicht mehr so schief stehen. Ich zeige euch die Bilder mal, ich blende die einfach mal ein. Genau, und da unten hat sich auch schon echt viel getan. Also ich bin wirklich zufrieden. Ich weiß, nachher tut es wieder weh und es wird wieder eine Woche wahrscheinlich wehtun. Aber das nehme ich gerne in Kauf und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und dann werden meine Zähne hoffentlich noch viel gerader sein und endlich dieses Bracket auf diesem Zahn sein. Die haben jetzt unten das Bracket geklebt. Ich hatte vorher immer so eine Feder drin, dass die auseinandergedrückt werden, dass das Bracket drauf passt. Jetzt hat es endlich drauf gepasst und ich dachte, ich habe da auch mega Schmerzen dann, wenn die das gemacht haben, weil es sich dann nochmal mehr verzieht. Aber nein, also ist es okay. Dann haben sie mir den da neu geklebt. Den haben sie mir neu geklebt, also weggemacht und neu hingeklebt, weil wirklich die Position nicht gestimmt hat. Da oben haben sie alles gleich gelassen, bis auf das. Ich hatte ja hier eine Lücke. Ich hatte ja hier eine Lücke und die haben sie geschlossen mit so einer Gummikette, die dahinter ist. Das kann ich euch jetzt nicht so gut zeigen, weil ich keinen Spiegel da habe. Ich probiere es mal. Genau, hat man jetzt nicht so gut gesehen. Und da einfach das neue Bracket. Ja. Was mir aber aufgefallen ist und was mich mega nervt, ich habe einen offenen Biss. Das sieht richtig doof aus. Hier sieht man es durch und die Zähne sind hier gerade, dann geht sie und dann geht die hier so hoch. Und das nervt mich. Ich hoffe auf jeden Fall, das wird noch anders. Ich kriege immer mal wieder Angst und die bewegen sich immer mal wieder. Man tut mal der Zahn ein bisschen weh, dann wieder der, dann wieder der. Übrigens, als sie die Gummikette reingemacht haben, waren meine Zähne noch so locker, dass sie sofort zusammen waren. Das war ganz witzig. Und gut, dass sie wieder weg ist, aber ja, ich finde, also das muss noch besser werden. Und ich weiß nicht, also entweder müssen die weiter runter oder der hier auch hinterher gerade weiter hoch, weil die stehen natürlich immer ein bisschen ab. Bin ich mal gespannt. Ich habe am 9. Februar den nächsten Termin, das heißt in einem Monat. Bin ich gespannt, was da dann so auf mich zukommt, weil ich habe ja gedacht, innenrum kann man gar nicht so viel machen, aber irgendwie kann man wirklich alles so machen, wie man es auch bei der normalen Zahnspange macht, also die von außen. Ja, also es hat sich auf jeden Fall schon was getan. Das sieht also nicht dann auch, dass der zu weit, also der ist zu weit unten, finde ich. Ich finde, da muss abschließen mit dem. Ich bin mal echt gespannt, was die da machen. Wahrscheinlich müssen die das Bracket da auch abkrachen und dann neu hinmachen. Ja.
Ich habe jetzt noch 6 Monate vor mir. Ja, und dann soll das alles fertig sein. Da bin ich jetzt wirklich mal gespannt. Und wenn ich meine alten Videos sehe, dann bin ich wirklich teilweise schockiert, was für eine Hackfresse ich hatte. Also ich habe ja wirklich richtig schiefe Zähne gehabt. Das ist mir nicht so aufgefallen, außer hier unten. Die waren ja auch echt extrem. Das hat mich auch damals so gestört. Deswegen habe ich angefangen, eine Zahnspange zu wollen. Oder habe ich eine gemacht. Aber jetzt schockiere ich mehr die hier, weil die wirklich mega schief waren. Könnt ihr ja mal vergleichen. Ist wirklich krass. Oder lasst es lieber. Ist mir echt unangenehm. Ich bin echt am Überlegen, ob ich die ganzen Videos lösche. Andererseits war es halt. Die Leute hatten noch schiefere Zähne oder haben noch schiefere Zähne. Machen nichts dagegen. Also, ja. Genau, also das war es auf jeden Fall mit dem Update jetzt von der Zahnspange. Dann würde ich sagen, bis Februar. Ich war gerade beim Kieferorthopäden und jetzt habe ich unten einen neuen Bogen reinbekommen, und zwar den zweiten. Oben ist anscheinend schon der allerletzte drin, deswegen wurde da überhaupt nichts gemacht, aber ist auch gut, dann tut es nur unten weh. Und eigentlich sieht man jetzt keinen großen Unterschied. Das war einfach ein dickerer Bogen. Dann habe ich gefragt, ob der offene Biss weggeht, weil das nervt ja wirklich, ich kann nicht mal richtig abbeißen. Ich so, hier. Kann ich nichts abbeißen. Und die meinte aber, es geht dann weg, wenn die Zähne hier gerade sind und wenn die mal richtig dran sind. Genau, auf jeden Fall machen die jetzt hier überhaupt nichts mehr. Anscheinend wird es von alleine. Ich meine, die gehen gerade ein bisschen nach innen. Es kann sein, dass nächste Woche alles wieder anders ist, weil meine Zähne oben bewegen sich ja dauernd ununterbrochen irgendwie, als ob sie sich voll wehren, habe ich gesagt. Aber anscheinend ist es normal und die stabilisieren sich halt dann und dann gewöhnt sich der Kieferknochen dran und dann ist es alles gerade. Genau. Bin ich ja mal gespannt. Und es könnte auch sein, dass ich noch so Gummis spannen muss. Ich wusste nicht, dass man das auch innen machen kann, aber anscheinend schon. Und es hat mich dann beruhigt. Also habe ich jetzt doch noch die Hoffnung, dass das alles gerade wird und die schon wissen, was sie machen. Genau, und das ist jetzt Halbzeit übrigens. Und deswegen beende ich das Video hier. Ich fange jetzt ein neues an über die andere Halbzeit. Was ist über die andere Halbzeit? Über die andere Hälfte. Und genau, dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen oben da und wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, natürlich auch, wie ich das vielleicht anders euch zeigen kann. Und ja, dann bis zum nächsten Mal.